Also ich weiß nicht, wer das noch krank findet, aber ich habe in der Zeitung gelesen, es gibt ein neues Portal. Es gibt ein neues Portal, das ist eine App, das heißt Human Stock Market. Bedeutet tatsächlich, wörtlich übersetzt, menschlicher Aktienhandel sozusagen. Also man kann Menschen kaufen. Okay, habe ich gedacht, man kann Menschen kaufen. New New heißt die. New New. Wie kann man da Menschen kaufen? Das ist wie Sims. Man kann dort sozusagen Figuren kaufen, also echte Menschen, und denen befehlen, indem man Geld dafür zahlt, erkauft man sich das Recht, deren Leben zu steuern. Super krank, finde ich. Also vielleicht bin ich auch spießig oder so, aber ich finde das total krank. Und da kann dann sozusagen der Besitzer des Menschen in Anführungsstrichen, also es ist natürlich keine Menschenhandelsplattform insofern, aber man kann eben durch seine Mitgliedsgebühr oder durch seine Geldspende, kann man eben sich das Recht erkaufen, zu bestimmen, was dieser Mensch tut. Geh jetzt auf Toilette, zieh dich aus, ess den Aschenbecher. Ich weiß nicht, was man da alles verlangen darf. Das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Sehr, sehr krank finde ich das aber trotzdem. Das schließt ja auch, ich meine, eigentlich schließt es, also das ist eine Übertreibung dessen, was wir ja sowieso schon sehen, dass Leute einfach im Internet bereit sind, alles zu tun. Also es gibt keine Privatsphäre als solches mehr. Also die Leute reden über ihre intimsten Sachen, ihre Geheimnisse und ihren Schmerz und alles teilen sie im Internet mit Leuten, von denen sie glauben, dass es ihre Freunde sind oder wie auch immer. Oder es sind Leute, die eben so sehr nach Aufmerksamkeit gieren, dass sie eben bereit sind, wirklich alles zu tun. Früher hatte man gedacht, okay, ich setze mir jetzt mal einen gelben Hut auf und deswegen werde ich berühmt. Das hat in einer gewissen Zeit lang hat das funktioniert. Aber über diesen Punkt sind wir weit hinaus und heute musst du, in Anführungsstrichen, musst du Dinge tun im Internet, um Bekanntheit zu erlangen, die sind einfach meiner Meinung nach menschenunwürdig. Aber Menschen machen es trotzdem. Weil Menschen, wie gesagt, entweder glauben, ihre ganzen Freunde sind da draußen und sie müssen ihre intimsten Sachen teilen, was natürlich ganz oft nach hinten losgeht. Und auf der anderen Seite sind es die Leute, die so sehr nach dieser öffentlichen Anerkennung gieren, dass sie eben dort Dinge tun, wo man denkt, das kann doch kein normaler Mensch machen. So, dann haben die mit 24 Burnout und Lebenskrise, Depression, das wissen wir jetzt nur auch alles aus vielen berühmten Beispielen aus der Presse, wo Influencer und wie sie sich alle nennen, da irgendwann zusammenbrechen unter diesem ganzen Druck, Situation, was da passiert. Also, das ist ja irgendwann eine total unwirkliche Situation, wo Menschen dir permanent sagen, was du zu tun hast, was du zu lassen hast, dass du scheiße aussiehst, dass du dies und das machst. Und also, es ist ja unvorstellbar. Ich bin so froh, dass ich tatsächlich damals, als ich mit Social Media so aktiv angefangen habe, ganz bewusst für mich entschieden habe, ich habe eine Agenda, die werde ich durchziehen im Internet und alles andere werde ich nicht tun. Ich habe ja ständig irgendwelche Social Media Berater, die sagen: Julian, du musst das machen, du musst das machen und du musst da mal ein bisschen aus dir raus und du musst das mal machen und du musst den fertig machen und das machen. Nein, sage ich, nein. Ich nehme lieber ganz wenige Klicks, ich nehme lieber ganz wenige Follower, ich nehme lieber ganz wenig von allem, aber dafür, dass es für mich sich richtig anfühlt und gut anfühlt und nicht solche Gedanken habe oder irgendwelche Leute glauben, sie müssen. Das muss ich sagen, das funktioniert gut. Die Follower, die ich habe, das sind ja nicht viele, aber die Follower, die ich habe, die haben von mir keine Antwort zu erwarten. Ich werde da nicht hui-di-dui-di und likey-likey machen und was weiß ich, was man da alles macht. Das mache ich alles nicht. Und da braucht mir auch keiner blöd kommen, da braucht mir auch keiner gut kommen, weil es mich einfach gar nicht interessiert. Also ich werde da nicht drauf reagieren. So, das ist für mich eher so eine Einbahnstraße. Ja? Auch wenn es eigentlich nicht so erfunden wurde. Es ist ja eigentlich eine Interaktion, aber ich mache das nicht. Ich interagiere nicht. Habe ja einfach keine Lust drauf. Und wenn ich es mal mache, okay, so, es gibt immer mal eine Nachricht, wo ich sage, ach, guck mal hier, das, ne,
das ist sinnvoll, da kann ich darauf antworten, aber das meiste nicht. Und das werde ich auch nicht ändern. Mein Kanal wäre natürlich viel, ich habe mir das mal analysieren lassen, zum Beispiel bei YouTube, von einem Manager, der bei YouTube arbeitet. Der ist eigentlich für die ganz großen Influencer zuständig. So, und da war mal jemand so nett und hat mir den sozusagen mal so nach dem Motto, ja komm, guck dir mal Julians Kanal an und so weiter, ne? War der mal so nett, hat das gemacht und hat dann gesagt, ja, du müsstest dies machen und das machen und da, 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 und dann funktioniert das auch alles viel, noch viel besser und interagieren und auf deine Leute eingehen und so, mache ich aber nicht. Und von daher weiß ich auch natürlich, Konsequenz ist, dass ich da nicht so erfolgreich bin im Internet. Macht aber nichts, ist mir völlig egal. Ich verdiene ja im Internet gar kein Geld. Ich muss das ja auch nicht. Ich muss da ja nicht erfolgreich sein. Ich muss da keine Kurse verkaufen. Die Leute müssen bei mir keine Coachings kaufen. Die Leute müssen mich nicht lieb haben. Gar nichts. Das ist ja das Wunderbare daran, dass ich nicht abhängig bin von diesem Online-Social-Media-Markt. Aber als ich das gelesen habe mit New, kontrolliere das Leben eines anderen Menschen, wow. Das ist aber, und ich meine, wir haben erst 2021. Wie sollen das 2030, 40 und 50 aussehen? Also, wenn die Kinder, die jetzt gerade geboren werden, wenn die erwachsen sind, was sollen die denn bitte schön im Internet anstellen? Alter Schwede, also weiß ich auch nicht. Unheimlich.